Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt auf, üblicherweise zu Beginn unserer Sitzungswoche, die mündliche Fragestellungsstunde. Die Drucksache 19/5086. Ich beginne mit der Frage 818. Herr Kollege Hofmeister, CDU. Wo ist er? Danke. Ich frage die Landesregierung, welche Erwartungen verbindet sie mit dem kürzlich gestarteten gemeinsamen Patentprojekt der hessischen Hochschulen, in dessen Rahmen die Verwertung von Erfindungen zukünftig durch eine Verbundstruktur unterstützt werden soll? Herr Staatsminister Rhein. Herr Abgeordneter Hofmeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist das Ziel der hessischen Landesregierungen, dass Erfindungen aus den hessischen Hochschulen verstärkt auch den Weg in die Anwendung und damit in die Wirtschaft finden. Dafür fördert das Land Hessen seine Hochschulen bis 2019 mit einer zusätzlichen Million Euro. Aber wir geben nicht einfach nur dieses Geld an die Hochschulen weiter, sondern wir haben eine Konstruktion gewählt, die die hessischen Hochschulen gegenüber anderen deutschen Hochschulen in einen echten Vorteil versetzt. Denn wir ermöglichen den Hochschulen damit, am entsprechenden Bundesprogramm teilzunehmen. Das scheint im Übrigen, wenn man einen Vergleich zieht, ein richtiger Ansatz zu sein. Denn von bislang 8 in dem Bundesprogramm bewilligten Projekten sind 4 aus Hessen. Unser Ziel ist es, mit dem Förderrahmen bis Ende 2019 40 entsprechende Projekte zu fördern. Und insoweit kann man durchaus sagen, dass der Wissens- und Technologietransfer aus unseren Hochschulen eine der ganz wichtigen Aufgaben ist für den Technologie- und Wissenschafts- und Innovationsstandort Hessen. Und darum kümmern wir uns mit dem gewählten Weg und dem zur Verfügung gestellten Geld. Danke schön. Ich rufe auch die Frage 819, Herr Abgeordneter Landau. Ich frage die Landesregierung, was wird sich für Kreditnehmer durch die auf Bundesebene vorgesehene gesetzliche Anpassung der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie im Hinblick auf die Kreditaufnahmen für Eigenheime ändern? Herr Finanzminister Dr. Schäfer, das ist einfach. So, mal gucken. Ja, Herr Präsident, Herr Abgeordneter Landau, Sie erinnern sich an den Hintergrund, dass es durch die Umsetzung der europäischen Wohnimmobilienkreditrichtlinie in der ersten gesetzlichen Fassung zu erheblichen Unsicherheiten zu der Frage gekommen ist, ob bei entsprechenden, insbesondere Anschlussfinanzierungen von Immobilienkrediten, die Kreditwürdigkeitsprüfung, insbesondere bei der Fragestellung Lebensalter der Betroffenen, zu Risiken einer Anschlussfinanzierung kommen würde, die es unter den alten Regeln nicht gegeben hat. Deshalb hat sich Hessen gemeinsam mit Bayern und Baden-Württemberg in einer Bundesratsinitiative für eine Änderung des Umsetzungsgesetzes erfolgreich eingesetzt. Nach dieser nun erfolgten Veränderung kann der Wert der Immobilie, die dort von der Finanzierung betroffen ist, beziehungsweise deren Wertsteigerung durch die beabsichtigte Investitionsmaßnahme bei der Prüfung der Kreditwürdigkeit berücksichtigt werden. Genauso ist keine Kreditwürdigkeitsprüfung mehr vorgesehen bei sogenannten Immobilienverzehrkrediten. Das heißt, wo insbesondere ältere Menschen zur Aufbesserung ihrer monatlichen Liquiditätslage schrittweise ihr Haus dort mit einsetzen, gibt es keine Kreditwürdigkeitsprüfung. Darüber hinaus wird, um Rechtssicherheit herzustellen, im Wege einer Verordnung, die noch aussteht, von Bundesseite die Kriterien so hinlänglich klar beschrieben, dass für die Banken Klarheit besteht, aber auch für die entsprechenden Kreditnehmer. Was noch aussteht, aber da gibt es auch eine entsprechende Zusage der Bundesseite, dass bei reinen Anschlussfinanzierungen auch auf die Kreditwürdigkeitsprüfung verzichtet werden kann, sodass umfassend sichergestellt ist, einerseits Rechtssicherheit, aber auf der anderen Seite ein hinlängliches Maß an Sicherheit, gerade für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass sie nicht gerade im Alter, wenn sie über keine regelmäßigen Erwerbseinkünfte mehr verfügen, von Zwangsversteigerung ihres eigenen Objektes bedroht sind, nur weil sie eine Anschlussfinanzierung benötigen. Zusatzfrage, Herr Kollege Kaspar. Herr Staatsminister, wann rechnen Sie etwa mit der Verordnung dazu? Herr Minister.
Das könnte ich Ihnen präzise dann beantworten, wenn das Land Hessen Verordnungsgeber wäre. Insofern sehen Sie es mir nach, dass ich da im Moment nicht spekulieren kann. Frage 822, Herr Abgeordneter Schwarz. Ja, für Landesfördermittel aus dem Kulturkoffer beworben und wie viele sind gefördert worden? Herr Staatsminister Rhein. Herr Abgeordneter Schwarz, meine sehr geehrten Damen und Herren, über das Antragsverfahren bei der Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen, die wir hier als den Antragspartner gewählt haben, gingen in einer ersten Ausschreibung für das Jahr 2017 75 Förderanträge ein. 4 Anträge mussten aus formalen Gründen abgelehnt werden. 3 Antragsteller zogen ihre Anträge zurück. 68 Anträge gingen insoweit in das Juryverfahren. Die Jury befürwortete 32 Projekte, die mit einer Summe in Höhe von 531.329 Euro in diesem Jahr gefördert werden. Das geht von Kassel über Frankfurt nach Gießen, Wiesbaden, Darmstadt, Flörsheim, Büttelborn, Limburg, Fritzlar, Bad Zwesten und so weiter. Was also zeigt, das ist insbesondere ein Erfolg der Förderung der Kultur im ländlichen Raum für freie Theater, Kleinkunst, und macht dort weitere Initiativen möglich, hilft aber vor allem auch dem Ehrenamt vor Ort. Da im ersten Ausschreibungsverfahren nicht alle zur Verfügung stehenden Mittel vergeben worden sind, gab es im April 2017 eine zweite Ausschreibungsrunde. 23 Anträge sind hier insgesamt eingegangen, über die die Jury am 21.06. beraten und 13 Anträge befürwortet hat. Diese wurden dann mit einer Summe von 146.078 Euro gefördert. Auch hier kann man wieder, wenn man sich anschaut, wo das Geld hinfließt, genau das vergegenwärtigen, was ich unter 1 gesagt habe. Allendorf, Rüsselsheim, Michelstadt, Bad Vilbel, Wetzlar sind unter anderem diejenigen, die profitieren. Es gibt außerhalb des Ausschreibungsverfahrens über die LKB den Grundsatz Stärken, Stärken, den wir gewählt haben, in dem bereits etablierte und bewährte Projekte aus unterschiedlichen Kulturbereichen mit den Mitteln aus dem Kulturkoffer gefördert werden. Mit einer Fördersumme in Höhe von 510.000 Euro werden 12 Projekte wie beispielsweise das Filmmobil, Flux, der Schülerschreibwettbewerb ohne Punkt und Komma, Tage der Industriekultur für Kinder und Jugendliche, die 4 Kinderkultursommer und starke Stücke und außerdem 11 Jugendkunstschulen und der Landesverband der Jugendkunstschulen in Hessen gefördert. Frage 823, Herr Abgeordneter Dr. Bartelt. Halt. Ich frage die Landesregierung, wann ist nach Ihrer Kenntnis mit der vollständigen Bezugsfertigkeit des Wirtschaftsgebäudes Haus 35 auf dem Gelände des Universitätsklinikums Frankfurt am Main zu rechnen, dessen Bau das Land Hessen mit insgesamt 50 Millionen Euro unterstützt? Herr Staatsminister Rhein. Herr Abgeordneter Dr. Bartelt, der Neubau des Wirtschaftsgebäudes, dem sogenannten Haus 35, ist aufgrund baulicher, logistischer und auch hygienischer Defizite erforderlich geworden. Mit einer Nutzfläche von rund 6.470 Quadratmetern wird am gleichen Standort des Bestandsgebäudes, und zwar im nordöstlichen Teil des Campus, der Neubau errichtet. Im Neubau werden die Funktionseinheiten Patientenküche, Kantine, Verwaltung der Küche, Zentrallage des gesamten Klinikums sowie das Dezernat 3, das ist das für Materialwirtschaft und Dienstleistungen, untergebracht. Das Gebäude stellt insoweit, kann man sagen, das versorgungstechnische Herz des Klinikums dar, das für die gesamte Waren-, Ver- und Entsorgung zuständig ist.
Hier kommen sämtliche Lieferungen an, werden bis zu ihrer Verteilung gelagert und dann auf dem gesamten Gelände ihrer Bestimmung zugeführt. In der Patientenküche werden zukünftig täglich ca. 1.300 warme Mahlzeiten zubereitet und 2.600 kalte Mahlzeiten. In der Mitarbeiterkantine und in dem Bistro werden täglich ca. 1.000 Mitarbeiter und Gäste versorgt. Und der Neubau wird voraussichtlich im Sommer 2018 in Betrieb gehen. Der Rohbau wurde im Mai 2017 fertiggestellt. Und es ist in der Tat so, wie Sie gesagt haben, der gesamte Landesanteil beträgt rund 50 Millionen Euro. Frage 825, Herr Abgeordneter Warnecke. Ich frage die Landesregierung, beabsichtigt sie, dem Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen oder dem Diskussionsansatz im Lande Thüringen zu folgen, dem Staatswald, bei uns Hessenforst, für die nicht mehr forstwirtschaftlich genutzten Flächen landesseitig einen jährlich hektarbezogenen Nutzungsausgleich auf Dauer zu zahlen? Frau Umweltministerin Hinz. Herr Abgeordneter Warnecke, der Landesbetrieb Hessenforst erhält bereits einen Ausgleich für die zweite Tranche der Kernflächen für den Naturschutz im Staatswald. Seit dem Jahr 2015 zahlt das Ministerium an den Landesbetrieb Hessenforst aus dem allgemeinen Haushalt einen jährlichen Ausgleich in Höhe von 1,3 Millionen Euro für die 5.800 Hektar Kernflächen der Tranche 2. Diese 1,3 Millionen Euro sind Bestandteil des kameralen Zuschusses für laufende Zwecke an den Landesbetrieb, im Haushalt also in Kapitel 069 veranschlagt. Und wenn man es umrechnet, sind es 224 Euro pro Hektar. Frage 826, Frau Abgeordnete Müller-Klepper. Ich frage die Landesregierung, wie hat sich die Anzahl von teilnehmenden Betrieben an der Initiative Becherbonus seit Beginn der Kampagne entwickelt? Frau Ministerin Hinz. Herr Abgeordneter Dietz. Mit der Becherbonus-Initiative sensibilisieren wir seit Frühjahr 2016 sehr erfolgreich für die Problematik des Mülls durch Coffee-to-go-Becher. Zum Stichtag 23. August 2017 nehmen 61 Unternehmen mit mehr als 3.600 Filialen und das auch bundesweit an der Initiative teil. Im November 2016 waren es 32 Unternehmen mit mehr als 2.600 Filialen. Das zeigt, dass es ein kontinuierliches Wachstum gibt. Unter den Teilnehmern sind große bundesweite Ketten wie Ditch, Kamps, Tschibo oder Nordsee, biologische Bäckereiketten wie Siebenkorn aus Mittelhessen oder die Bäckereikette Pappert aus Osthessen, aber auch kleine lokale Bäckereien und Cafés. Eine interaktive Karte, auf der Verbraucherinnen und Verbraucher Teilnehmer in ihrer Nähe ganz einfach finden können, ist im Internet auf der Seite hessen-nachhaltig.de einsehbar. Nächste Frage ist die Frage 828, Herr Abgeordneter Rock. Ich frage die Landesregierung, könnten sich die geplanten Änderungen des Landesentwicklungsplans auch auf bestehende bzw. in Aufstellung befindliche Regionalpläne auswirken? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock, der Landesentwicklungsplan ist das wichtigste Instrument der Landesplanung. Das Ziel der jetzt vorgesehenen Änderungen ist eine räumlich ausgewogene, nachhaltige und zukunftsorientierte Entwicklung. Durch die Änderungen erhalten Regionalversammlungen und der Regionalverband eine aktuelle und zukunftsfähige Vorlage für die Regionalpläne. Die Vorgaben des Plans wirken über die Regionalplanung bis auf die Ebene der kommunalen Planung hessischer Städte und Gemeinden. Die drei hessischen Regionalpläne vertiefen und konkretisieren die Festlegung des Landesentwicklungsplans für die Planungsregionen Nord-, Mittel- und Südhessen.
Die Regionalpläne legen Ziele und Grundsätze fest, und zwar unter Beachtung der Vorgaben des Landesentwicklungsplans. Die Arbeiten zu der neuen Generation der Gesamtregionalpläne haben in allen drei Planungsregionen begonnen, das wissen Sie. Dabei werden die geplanten Änderungen des Landesentwicklungsplans bereits berücksichtigt. Änderungen am Entwurf des LEP können aber noch eingearbeitet werden. Auf die derzeit gültigen Gesamtregionalpläne wirken sich die Änderungen des Landesentwicklungsplans aber nicht aus. Frage 831, Herr Abgeordneter Degen. Entschuldigung, ich habe die Frau Kollegin Alex nicht absichtlich übersehen. 829, Frau Kollegin Alex. Ja, danke schön. Ich frage die Landesregierung, wann wird die im Hessischen Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt und auf der Internetseite des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration angekündigte Neuauflage der Broschüre Homosexualität und Alter vorliegen? Herr Sozialminister Grüttner. Frau Abgeordnete, die Broschüre wurde Ende Juni veröffentlicht. Zusatzfrage, Frau Kollegin Alex. In dem Aktionsplan, Herr Staatsminister, der von Mai stammt, war die Neuauflage der Broschüre schon als vorliegend bekannt gegeben. Herr Minister Grüttner. Im Rahmen des Hessischen Aktionsplans für Akzeptanz und Vielfalt wurde innerhalb dieses Aktionsplans diese Broschüre bereits veröffentlicht. Sie war mit dem Aktionsplan erhältlich und sie ist zusätzlich noch einmal Ende Juni diesen Jahres auf der Internetseite sowohl des Sozialministeriums als auch auf der Webseite unter www.gleichgeschlechtliche-lebensweisen.hessen.de veröffentlicht. Eine neuere Auflage seit Ende Juni gibt es nicht. Weitere Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Alex. Wie erklären Sie sich dann, Herr Minister, dass trotz regelmäßiger Nachfragen vor der Sommerpause im Hessischen Sozialministerium diese Broschüre nicht erhältlich war? Herr Minister Grüttner. Frau Abgeordnete, ich kann mich nicht erinnern, dass Sie mich gefragt hätten. Dann hätte ich Ihnen gesagt, dass das Ende Juni auf der Webseite veröffentlicht wurde. Frage 831. Jetzt, Herr Kollege Degen, sind Sie dran. Ich frage die Landesregierung, zu welchen Ergebnissen führte die erste Pilotierung des Qualifizierungsmodells für Schulleiterinnen und Schulleiter in Hessen, in Klammern QSH, im Kooperationsverbund Mitte? Herr Kultusminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, das Ergebnis aus der prozessbegleitenden Evaluation lässt sich wie folgt zusammenfassen. Das Grundkonzept hat sich in der Form einer verbindlichen und kompetenzbezogenen Voramtsqualifizierung für das Amt der Schulleiterin bzw. des Schulleiters als tragfähig erwiesen. Es wird nach meiner Überzeugung in Zukunft einen erkennbaren Beitrag zu einer weiterhin guten Schulentwicklung in Hessen leisten. Und in der Summe wurde QSH von den Teilnehmenden als außerordentlich erfolgreich bezeichnet, sowie als eine der besten Qualifizierungen, die sie bisher erlebt haben. Daraus ziehe ich als Fazit, wenn ich mir auch die Zahlen anschaue, wir hatten 120 Bewerbungen für 32 Plätze im Pilotprojekt und ca. 500 Teilnehmende an der Gewinnungsveranstaltung Lust auf Leitung bei der geplanten hessenweiten Einführung von QSH. Das zeigt für mich ein hohes Interesse unserer Lehrkräfte an Qualifizierung für Leitungsaufgaben und verdeutlicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zusatzfrage, Herr Degen. Vielen Dank soweit. Herr Kultusminister, haben denn alle Teilnehmenden, die sich an die Qualifizierung anschließende Abschlussprüfung bestanden? Herr Staatsminister. Nein, Herr Abgeordneter. Es hat sich eine Quote ergeben von ungefähr 20%, die das Verfahren nicht bestanden haben. Um genau zu sein, 6 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 32.
Diese sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus unterschiedlichen Schulformen, haben auch an ihrer Schule unterschiedliche Funktionen, also war quasi wirklich breit gestreut. Und ich darf hinzufügen, dass in Nordrhein-Westfalen, in dem dieses Verfahren, also ein ähnliches Verfahren, seit 10 Jahren durchgeführt wird, im Durchschnitt über diese 10 Jahre hinweg auch eine vergleichbare Quote des Nichtbestehens ergeben hat. Auch das bestätigt uns darin, dass wir offensichtlich mit der grundsätzlichen Schwierigkeit der Anforderungen und der Formulierung des Anforderungsprofils richtig liegen. Zusatzfrage, Herr Degen. Waren denn unter den 6 Personen, die die Abschlussprüfung nicht bestanden haben, auch Personen, die bereits mit einer Schulleitung beauftragt waren oder beauftragt sind? Herr Kultusminister. Das, Herr Abgeordneter, habe ich jetzt nicht vorliegen. Diese Antwort müsste ich Ihnen nachreichen. Frage 832, Herr Kollege Degen. Ja, ich frage die Landesregierung, aufgrund welcher Landtagsanfrage erfolgte am 29. Mai 2017 aus dem Hessischen Kultusministerium an die staatlichen Schulämter eine mit für die Schulen hohen Arbeitsaufwand verbundene Abfrage von beruflichen Schulen zum Ausbildungsberuf medizinische Fachangestellte? Herr Kultusminister. Es handelte sich dabei um ein Auskunftsersuchen aus der CDU-Fraktion. Zusatzfrage. Herr Kultusminister, können Sie mir darstellen, weshalb auf der einen Seite kleine Anfragen der Opposition in der Vergangenheit immer wieder mit dem Verweis beantwortet werden, dass der Verwaltungsaufwand für die Beantwortung zu groß sei und die Beantwortung im Rahmen der Fristen abgelehnt wird, aber andererseits dann hier Anfragen von Regierungsfraktionen beantwortet werden, ohne Fristen und Regularien? Herr Kultusminister. Also zunächst, Herr Abgeordneter, wurde auch in diesem Fall ganz regulär eine Fristverlängerung beantragt. Zum Zweiten darf ich darauf hinweisen, das ist immer eine Frage des Einzelfalls. Also die Frage ist, wie viel Arbeitsaufwand ist wirklich gefordert? Was sind die Punkte, die ermittelt werden sollen? Und ich möchte zum Beispiel an Ihre kleine Anfrage vom Februar 2015 erinnern, betreffend den Einsatz von Geflügel und anderen Kleintieren an hessischen Schulen. Da haben wir auch durch eine Abfrage bei allen Schulen 100 einzelne Schulen ermittelt, die entsprechend mit Geflügel und anderen Kleintieren arbeiten. Also es ist keineswegs so, dass es hier ein generelles Verhaltensmuster gäbe, sondern wir schauen uns das wirklich im Einzelfall an. In dem vorliegenden Fall war allerdings das Auskunftsersuchen aus der Sicht des Fachreferates nicht nur inhaltlich schlüssig, sondern wir konnten davon ausgehen, dass die Ergebnisse auch für das Fachreferat sehr aufschlussreich sein würden. Wir hatten Anfragen zu einer ähnlichen Thematik, auch bereits aus einer anderen Region. Daraus konnten wir ersehen, dass hier offensichtlich eine Problematik vorliegt. Es ist auch im Zuge der Einführung des deutschen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen ein Beitrag zur Sicherstellung der Qualität auf den verschiedenen Niveaustufen, denen die Abschlüsse zugeordnet werden können. Und schließlich handelt es sich bei den Daten, die in diesem Fall abgefragt wurden, um Daten, die die Schulen ohnehin vorhalten müssen, da der Nachweis jederzeit verlangt werden kann, wenn beispielsweise ein Auszubildender den Umfang des erteilten Unterrichts beanstandet. Deswegen ergab sich in der Abwägung aller relevanten Gesichtspunkte, dass in diesem Falle die Abfrage bei den betroffenen Schulen, das war ja auch nur ein entsprechend eingeschränkter Kreis, Sinn machte. Frage 8. Herr Kollege Degen, na, bitte schön. Das ist die letzte heute. Herr Kultusminister, da Sie sagen, die Antworten seien auch für Ihr Ministerium aufschlussreich gewesen, würden Sie die Antworten auch der SPD-Fraktion zugänglich machen? Herr Kultusminister. Da sehe ich kein Problem. Das können Sie gerne haben. Jetzt kommen wir zu 833, Herr Abgeordneter Yüksel. Ich frage die Landesregierung, an wie vielen staatlichen hessischen Schulen gibt es eigene Gebets- und Andachtsräume zur Ausübung der Religion? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter, es obliegt der jeweiligen Schule, selbstbestimmt und eigenverantwortlich einen
beispielsweise einen Raum der Stille einzurichten, in dem dann auch die Ausübung der Religion möglich ist. Es gibt an vielen Schulen konzeptionell pädagogische Räume, die für diesen Zweck genutzt werden, aber eine statistische Erfassung solcher Räume an hessischen Schulen gibt es nicht. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Yüksel. Welche Haltung hat die Landesregierung überhaupt zum Ausbau solcher Gebetsräume, insbesondere für muslimische Schüler und Schülerinnen? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter, ich glaube, unsere bisherige Linie, dass wir das wirklich der einzelnen Schule vor Ort überlassen, ist gut und richtig. Ich hielte weder etwas davon, dass wir jetzt als Kultusministerium den Schulen vorschreiben würden, dass sie so etwas einzurichten hätten, noch hielt ich etwas davon, dass wir das jetzt grundsätzlich verbieten würden. Das würde im Übrigen auch zu Kollisionen mit dem Grundrecht auf freie Religionsausübung nach Artikel 4 Grundgesetz führen. Also deswegen setze ich da wirklich auf die dezentrale Entscheidungsfindung vor Ort. Und ich glaube, dass das auch vor Ort unter Berücksichtigung der Belange aller Beteiligten gut und vernünftig getroffen wird, diese Entscheidung. Zusatzfrage, Abgeordneter Yüksel. Sie sind ja verantwortlich für die Schulen und interessieren Sie sich nicht, ob die Neutralität des Unterrichtes oder Neutralität der Schule durch Ausübung bestimmte Rituale in der Schule ausreichend ist oder gut ist. Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter, ich glaube, es versteht sich von selbst, dass wenn eine Schule sich entscheidet, einen solchen Raum, ich habe ihn nicht ohne Grund Raum der Stille genannt, einzurichten, dass das natürlich unter Wahrung der Neutralität geschehen muss. Das heißt, es wäre sicherlich nicht zulässig, jetzt einen solchen Raum nur etwa für christliche, evangelische, katholische oder muslimische Schülerinnen und Schüler oder für Schülerinnen und Schüler gleich welchen Bekenntnisses einzurichten. Wenn eine Schule das macht, dann muss sie das grundsätzlich allen Schülerinnen und Schülern entsprechend zur Verfügung stellen. Mir sind allerdings bisher keinerlei Beschwerden bekannt geworden, dass das an irgendeiner Stelle nicht beachtet würde. Frage 834. Sie haben zwei Zusatzfragen gehabt. Okay. Herr Abgeordneter Yüksel. Wird das Programm InTER für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ohne Deutschkenntnisse in den nächsten beiden Schuljahren an allen Standorten fortgesetzt? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Yüksel. Die Intensivklassen an beruflichen Schulen, die wir mit dem Kürzel INTEA für Integration durch Anschluss und Abschluss kennzeichnen, also für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger ohne hinreichende Deutschkenntnisse ab 16 Jahren bei Eintritt in die Maßnahme, wurden vorausschauend bereits zum Schuljahr 2015/16 in allen Schulamtsbereichen eingerichtet. Sie sind ein fester Baustein des schulischen Gesamtsprachförderkonzepts zur durchgängigen Sprachförderung von Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Herkunftssprache in Hessen. Insofern wird dieses Förderangebot auch in den kommenden beiden Schuljahren 2017/18 und 2018/19 kontinuierlich fortgesetzt. Dabei hält die Landesregierung auch weiterhin an der monatlichen bedarfsgerechten Zuweisung fest, die den Schulen Ressourcen und Planungssicherheit bietet und nach der sich sowohl die Anzahl der Klassen als auch letztlich die Anzahl der Standorte richtet. Ebenfalls, das möchte ich hinzufügen, kommt der Ermöglichung von geeigneten Anschlussmaßnahmen nach InTEA eine herausragende Bedeutung zu. Neben den Übergangsmöglichkeiten in die duale Ausbildung, dem Programm Wirtschaft integriert des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung und den Anschlussmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit besteht jetzt ab dem Schuljahr 2017/18 zudem für einen Teil dieser Schülerinnen und Schüler im Rahmen unseres Aktionsplans 2 die Möglichkeit der Beschulung in den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung. Und alle diese Parameter werden auch in Zukunft die Zahl der InTEA-Klassen bestimmen. Dann komme ich zur Frage. Der Kollege Quanz. Bitte schön. Ich kann eine Nachfrage noch stellen. Herr Minister, gibt es eine Evaluierung über den Erfolg dieser Maßnahmen, dass man sagen kann, also das ist eine richtig gute Einrichtung und weil sie so erfolgreich ist, setzen wir sie auch fort? Oder gibt es da durchaus Fragezeichen, dass eben nicht die Erfolge sich einstellen, die man erhofft hatte? Herr Kultusminister, Professor Lorz.
Herr Abgeordneter Quanz, ich darf vielleicht zunächst ins Gedächtnis zurückrufen. InteA ist eine Sprachfördermaßnahme. Also es geht uns darum, dass wir die Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, die eben schon in fortgeschrittenem Alter zu uns kommen, dass wir die möglichst schnell durch Intensivsprachförderung dazu befähigen, eben in der Bildungssprache Deutsch auch entsprechend agieren zu können, um sie dann auch wieder möglichst schnell weiterzuleiten, dass sie sich für Ausbildung und Arbeit qualifizieren. Die Ergebnisse der Sprachförderung sind, glaube ich, sehr vielversprechend. Wenn ich mir alleine anschaue, wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt schon das deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz absolviert haben, auch wenn ich mir die Zahlen anschaue, wie viele jetzt bereits in die duale Ausbildung übergegangen sind, glaube ich, ist es ein sehr gutes Zeichen. Aber es ist auch einfach noch zu früh für eine abschließende Evaluation, weil wir natürlich auch sehen, dass die Zeit, die die Schülerinnen und Schüler zunächst einmal in InteA verbringen, nicht in allen Fällen zu dem entsprechenden Sprachniveau führt. Dann muss entschieden werden, ob die Sprachmaßnahme fortgesetzt wird, ob sie beispielsweise in die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung überwechseln. Das sind Fragen, die sich im Einzelfall stellen. Und da wir ja mit der Herausforderung in diesem Ausmaß erst seit 2 Jahren konfrontiert sind und 2 Jahre die Mindestdauer dieser Sprachfördermaßnahme ist, kann man im Moment einfach noch keine Evaluation vornehmen, sondern wir müssen jetzt sehen, wenn für den Großteil derjenigen, die 2015/16 zu uns gekommen ist, der Übergang in andere Maßnahmen ansteht, wie dieser Übergang funktioniert. Erst danach wird man das abschließend bewerten können. Jetzt 838, Herr Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, wie bewertet sie den Vorschlag, von einer Vielzahl von Betroffenen einen Tarifvertrag für wissenschaftliche Hilfskräfte an hessischen Hochschulen einzuführen? Herr Minister Rhein. Verehrte Frau Abgeordnete Dr. Sommer, das Hessische Hochschulgesetz verwendet den Begriff der wissenschaftlichen Hilfskräfte nicht. Bei den wissenschaftlichen Hilfskräften handelt es sich nach der hergebrachten Definition um die in § 75 Absatz 2 des Gesetzes beschriebene Gruppe der Hilfskräfte, die ihr Hochschulstudium abgeschlossen haben. Diese bilden eine vergleichsweise kleine Gruppe der in § 75 des Hochschulgesetzes insgesamt geregelten studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte. Da sich die Forderungen nach dem Abschluss von Tarifverträgen in der Vergangenheit sowohl auf studentische als auch auf wissenschaftliche Hilfskräfte bezogen haben, beantworte ich die Frage mit Blick auf alle in § 75 des Hochschulgesetzes geregelten Hilfskräfte. Nach § 1 Absatz 3 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst ist es so, dass wissenschaftliche und studentische Hilfskräfte nicht dem Anwendungsbereich des Tarifvertrages unterfallen. Auch gesonderte Tarifverträge sind für diese Beschäftigtengruppe nicht abgeschlossen worden. Das ist im Übrigen bis auf ein Bundesland auch überall in Deutschland so. Auch in den übrigen Bundesländern, abgesehen von Berlin, handelt es sich bei den studentischen und bei den wissenschaftlichen Hilfskräften nicht um Tarifpersonal. Und das ist so, da die Arbeitsverhältnisse von studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräften dadurch gekennzeichnet sind, dass es sich um nebenberufliche und vorübergehende Beschäftigungsverhältnisse handelt, die in der Regel mit einem nicht einmal annähernd heftigen Beschäftigungsumfang ausgeübt werden. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Personalkategorien sind dementsprechend vielgestaltig und die Festlegung der Vergütung erfolgt auch durch die Hochschulen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden dann durch die Hochschularbeits- und sozialrechtlichen Bestimmungen gesetzt. Ein System, das sich bislang durchaus bewährt hat. Ein Bedürfnis, zusätzliche Rahmenbedingungen beispielsweise durch Tarifverträge mit dem Land bzw. den tariffähigen Hochschulen zu setzen, ist nicht erkennbar und würde im Übrigen auch die Hochschulautonomie beschränken. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Beschäftigtengruppe aufgrund der Vielgestaltigkeit, die ich bereits erwähnt habe, dieser Beschäftigungsverhältnisse stark heterogene Interessen aufweist, was eine tarifvertragliche Regelung, ich finde, nachvollziehbarerweise zusätzlich erschweren und mögliche im Interesse aller liegenden Ausgestaltungsspielräume einschränken würde. Gleichwohl, das will ich durchaus zugestehen, muss
laufend überprüft werden, ob Umstände eingetreten sind, die Änderungen an den Rahmenbedingungen bis hin zur Einbeziehung in Tarifverträge als sinnvoll erscheinen lassen. Dafür gibt es allerdings zurzeit keine Anhaltspunkte. Zusatzfrage, Frau Dr. Sommer. Vielen Dank, Herr Minister. Sie haben ja schon Berlin genannt als Bundesland, was es anders handhabt. Inwiefern kann denn Berlin für Hessen aus Ihrer Sicht Nachahmungscharakter haben? Herr Minister. Nein, ich habe das ja schon gesagt. Berlin ist eine wunderschöne Stadt, aber in dem Fall gibt es auch hier keinen Nachahmungscharakter. Und es besteht aus meiner Sicht auch gar kein Bedürfnis, wenn ich mir die Zahl anschaue, also die Eurozahl anschaue, die in Berlin gezahlt wird. Die Hochschulen setzen ja die Vergütung selbst fest. Insgesamt ähneln sie sich aber im Vergütungsgefüge sehr stark. Wir haben mal im Jahre 2016 eine Umfrage gemacht für studentische Hilfskräfte, haben wir hier eine Marge von 8,50 Euro bis 11,50 Euro, wobei die höheren Vergütungen zumeist Hilfskräfte mit einem ersten Hochschulabschluss haben. Wissenschaftliche Hilfskräfte wurden mit 13,45 Euro bis 17,90 Euro vergütet, wobei der Höchstwert, diese 17,90 Euro, nur an einer Hochschule gezahlt wird. Im Übrigen bewegen sich die Werte zwischen 14 und 15 Euro. Und insoweit ist davon auszugehen, dass die Löhne für studentische Hilfskräfte den gesetzlichen Vorgaben an den Mindestlohn entsprechen und damit mindestens 8,84 Euro betragen. Nächste Frage ist 839, Frau Abgeordnete Wissler. Ich frage die Landesregierung, wie kommt sie zu der Einschätzung, ein interreligiöses Friedensgebet von Christen, Juden und Muslimen in Offenbach, veranstaltet vom Dekanat der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau und dem katholischen Dekanat, in der Antwort auf die Kleine Anfrage der FDP mit der Drucksache 19-4482, als eine der Veranstaltungen aufzulisten, Zitat, bei denen von einem antizionistischen und oder antisemitischen Hintergrund auszugehen oder dieser offen zutage getreten ist. Herr Innenminister. Frau Abgeordnete, die Kleine Anfrage 19-4482 des Abgeordneten Florian Rentsch vom 31.01. beinhaltet unter anderem die Fragestellung, bei welchen Veranstaltungen, Kundgebungen oder Demonstrationen in den Jahren 2010 bis 2016 in Hessen von einem antizionistischen und oder antisemitischen Hintergrund auszugehen ist. Die Veranstaltung am 20.08.2014 in Offenbach wurde von der zur islamischen Gemeinschaft Miligörisch gehörenden Mevlana-Moschee Offenbach mitveranstaltet. In Publikationen der IGMG wird in Anlehnung an das klassische antisemitische Stereotyp einer vermeintlichen jüdischen Weltverschwörung regelmäßig das angebliche Streben Israels bzw. der Juden nach einem Groß-Israel für innertürkische Konflikte und Probleme verantwortlich gemacht. Insofern war bei dieser Veranstaltung in Bezug auf die Mitveranstalter auch von einem antisemitischen bzw. antizionistischen Hintergrund auszugehen bzw. war dies nicht auszuschließen. Die verkürzende Form der Tabellendarstellung in der Anlage der Kleinen Anfrage wirkt in dem Zusammenhang sehr unglücklich. Dies habe ich mit den Kirchenvertretern bereits persönlich erörtert. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Wissler. Herr Minister, in der Liste ist ja unter anderem auch aufgeführt Veranstaltungen des Kasseler Friedensforums, der Deutsch-Ausländischen Gemeinschaft Schwalbach e.V., das Evangelische Dekanat, die Islamische Religionsgemeinschaft Hessen, auch die katholische Domkirchengemeinde Wetzlar. Ich würde mal interessieren, wer hat denn diese Liste erstellt? Woher stammen denn diese Erkenntnisse? Sind es Erkenntnisse des Landesamts für Verfassungsschutz, dass bei diesen Veranstaltungen antizionistische oder antisemitische Einstellungen offen zutage getreten sind? Herr Minister Beuth. Ich kann Ihnen nicht sagen, wer genau die, sozusagen die Erkenntnisse zusammengeführt hat. Im Sinne der Fragestellung wurde so geantwortet, dass alle Veranstaltungen aufgelistet wurden, bei welchen davon auszugehen war, dass es zu antisemitischen oder antizionistischen Vorfällen kommen kann, aufgrund der Themensetzung, aufgrund der Veranstalter und Ähnlichem. Wie gesagt, ich habe mit den beiden Kirchenvertretern
über die unglückliche Darstellungsform in der Tabelle bereits gesprochen und das bereits dargestellt, dass es in der Tat sehr unglücklich ist. Zusatzfrage zunächst Herr Dr. Wilken. Herr Minister, Sie haben gerade gesagt, dass es eine unglückliche Darstellung ist. Fällt eigentlich niemandem auf, wenn eine katholische Domgemeinde in diesem Zusammenhang von Ihnen so diffamiert wird, dass das mehr als eine unglückliche Darstellung ist? Und Sie haben jetzt zweimal gesagt, dass Sie mit den Kirchenvertretern gesprochen haben. In welche Form hat denn dann Ihre Entschuldigung angenommen? Herr Minister Beuth. Herr Abgeordneter, ich habe mit den Kirchenvertretern diese Frage, so wie ich sie eben dargestellt habe, der unglücklichen Darstellung sozusagen erörtert. Es ging hier um die Frage, wo entsprechende Vorfälle oder Ähnliches vorkommen können, sozusagen wo eine Wahrscheinlichkeit oder wo eine Befürchtung bestand. So haben wir die Fragestellung des Abgeordneten Rentsch interpretiert und haben dann versucht, umfassend sozusagen eine entsprechende Antwort zusammenzustellen. Über die Frage der Auflistung habe ich mich ja bereits ausgelassen. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Wissler. Herr Minister, nun ist es ja so, dass das interreligiöse Friedensgebet, an den Christen, Muslimen und Juden teilgenommen haben so, und eine Veranstaltung der katholischen Domgemeinde in Wetzlar natürlich in die Nähe des Antisemitismus gerückt wurde, wobei wir ja wissen, dass gerade die christlichen Kirchen und auch andere, die in dieser Liste aufgeführt sind, sehr aktiv sind im Kampf gegen Antisemitismus. Deswegen nochmal die Frage, Sie haben jetzt das Wort unglücklich genannt. Wäre es denn aus Ihrer Sicht nicht sinnvoll, dass Sie die Antwort auf diese kleine Anfrage und auch diese Anlage zurückziehen und sich offiziell entschuldigen bei all denen, denen Sie aufgrund dieser Auflistung in die Nähe des Antisemitismus gerückt haben? Herr Innenminister. Frau Abgeordnete Wissler, die hessische Landesregierung hat niemanden, auch nicht mit der Darstellung der Tabellenform, in den Bereich des Antisemitismus oder Ähnlichem gerückt. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Merz. Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, bei Ihrer vorvorgehenden Antwort, dass es für die Einstufung als antizionistisch oder antisemitisch bereits reicht, dass es bei einer solchen Veranstaltung zu Vorfällen kommen kann, dieser Art, unabhängig davon, wer der Veranstalter ist? Herr Minister. Herr Abgeordneter Merz, Sie müssen sich die Fragestellung in der Kleinen Anfrage anschauen. Und wir haben auf die Kleine Anfrage entsprechend geantwortet. Zum Umfang der Darstellung in der Anlage habe ich mich geäußert. Frage 800. Frau Kollegin, die Fragen sind erledigt. Nächstes Mal geht es weiter. Okay, wunderbar. Das ist Ihre Interpretation. Ich habe nichts dazu zu sagen. Außer, dass jetzt die Frage 841 kommt, Frau Abgeordnete Heitland. Landesregierung, wie gestaltet sich nach erfolgter Erteilung des Sichtvermerkes durch den Bund der weitere Terminplan zur Realisierung der temporären Seitenstreifenfreigabe auf der A5 zwischen Darmstadt-Eberstadt und der Landesgrenze zu Baden-Württemberg? Herr Wirtschaftsminister Al-Wazir. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Heitland, mit Schreiben vom 13.06.2017 und 27.06.2017 hat der Bund seine Zustimmung zur Errichtung der Streckenbeeinflussungsanlage auf der A5 zwischen Darmstadt-Eberstadt und der Landesgrenze zu Baden-Württemberg erteilt. Diese Streckenbeeinflussungsanlage ist die technische Voraussetzung für eine temporäre Seitenstreifenfreigabe. Die temporäre Seitenstreifenfreigabe soll im vorliegenden Fall im Streckenabschnitt zwischen Landesgrenze und Darmstadt-Eberstadt in Fahrtrichtung Frankfurt am Main bereits ab der Landesgrenze beginnen, in Fahrtrichtung Basel im Bereich der Anschlussstelle Heppenheim enden. Um die Einrichtung der Seitenstreifenfreigabe in Fahrtrichtung Basel über die Anschlussstelle Heppenheim hinaus zur Verbesserung der Verkehrseffizienz zu ermöglichen, laufen derzeit noch Abstimmungsgespräche zwischen Hessen Mobil und dem Bundesverkehrsministerium. Frage 842, Herr Abgeordneter Bauer. Ich
Ich frage die Landesregierung, nach welchen Kriterien bzw. auf welcher Grundlage können Kommunen und Landkreise eine Landesförderung für den Ausbau ihrer Radwege erhalten? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Bauer, das Land fördert den Neu- und Ausbau der Radwege und der kombinierten Geh- und Radwege von Kommunen und Landkreisen mit jährlich rund 8 Millionen Euro. Im laufenden Jahr kommen 4 Millionen Euro pro Jahr aus dem Förderprodukt Nahmobilität neu hinzu. Damit stehen neben Mitteln für den Bau von Rad- und Gehwegen nun auch Unterstützung für Machbarkeitsstudien, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützt die 2016 neu gegründete und allen Kommunen offenstehende Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität Hessen den Austausch der Kommunen, Hochschulen und Verbände. Ziel der AGNH ist es, bessere Bedingungen für den Rad- und Fußverkehr zu schaffen und insbesondere durch Information einen effektiveren Mitteleinsatz zu ermöglichen. Grundlage für die Landesförderung für den Ausbau von Radwegen für Kommunen und Landkreise sind das Entflechtungsgesetz, ehemals Mittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, und das Finanzausgleichsgesetz. Kriterien für die Auswahl und Priorisierung der Vorhaben sind insbesondere das Nutzenverhältnis, das heißt, für welche zukünftige Verkehrsaufkommen kann mit der Zuwendung ein Nutzen erzielt werden, die Verbesserung der Verkehrssicherheit, die Netzbedeutung, das heißt, welche Bedeutung hat die Maßnahme im Gesamtnetz der Radwege, und die Verbesserung der Qualität, das heißt, der Umfang der qualitativen Verbesserung für die Radfahrerinnen und Radfahrer, beispielsweise durch Querungshilfen. Zusätzlich wird berücksichtigt, ob die Maßnahme eine landesweite Bedeutung hat. Dies trifft in der Regel für die hessischen Radfernwege und einige weitere überregionale Radrouten hinzu. Frage 843, Herr Abgeordneter Weiß. Ich frage die Landesregierung, wer hat für Hessen an der Konferenz der Beauftragten für Informationsfreiheit in den Ländern am 13. Juni 2017 in Mainz teilgenommen? Herr Innenminister Beuth. Herr Abgeordneter, an der Konferenz der Beauftragten für Informationsfreiheit der Länder in Mainz am 13. Juni 2017 hat kein Vertreter aus Hessen teilgenommen. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Weiß. Herr Minister Beuth, finden Sie es nicht auch ärgerlich, dass Hessen bei auf der Konferenz besprochenen wichtigen Themen wie Transparenz bei Geheimdiensten oder Vorgehen gegen Fake News außen vor war, weil die Landesregierung es trotz mehrfacher Ankündigungen es noch nicht hinbekommen hat, ein Informationsfreiheitsgesetz für Hessen vorzulegen? Herr Innenminister Beuth. Wie Sie wissen, Herr Abgeordneter, und wie hier mehrfach dargelegt, wird ein Informationsfreiheitsgesetz gemeinsam mit dem Datenschutzgesetz entsprechend vorgelegt werden in nächster Zeit. Und da werden dann die entsprechenden Regelungen auch vorhanden sein, die am Ende auch einen Beauftragten für Informationsfreiheit beinhalten müssen, der dann auch an Konferenzen teilnehmen kann. Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Weiß. Herr Minister Beuth, könnten Sie das in nächster Zeit etwas genauer konkretisieren? Herr Minister Beuth. Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr noch ins Plenum kommen werden. Frage 844, Frau Abgeordnete Alex. Hallo. Ich frage die Landesregierung, was veranlasst sie, die Prüfung der Einhaltung der Förderrichtlinien durch die Landesseniorenvertretung in deren Geschäftsstelle mit erheblichem Personalaufwand, das heißt mit jeweils zwei Vertreterinnen oder Vertreter des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration und des Regierungspräsidiums Gießen, durchzuführen? Herr Minister Grüttner. Frau Abgeordnete, die Landesseniorenvertretung Hessen wird seit vielen Jahren von der hessischen Landesregierung als Interessenvertretung der örtlichen Seniorenvertretungen gefördert. Die Landesregierung schätzt die Arbeit der Landesseniorenvertretung und betrachtet sie als wichtigen Partner, um die Partizipation älterer Menschen in einer älter werdenden Gesellschaft auch zu stärken. Für die Förderung der Geschäftsstelle stehen pro Haushaltsjahr 83.000 Euro zur Verfügung, Mittel, die die Landesregierung auch in Zukunft zur Verfügung zu stellen beabsichtigt. Wie bei
Allen Zuwendungsempfängern müssen fachliche und haushaltsrechtliche Fragen, die im Zusammenhang mit einem Zuwendungsantrag oder mit einer Verwendungsnachpreisprüfung auftreten, geklärt werden. Die im Zusammenhang mit der Förderung der Landesseniorenvertretung entstandenen Fragen wurden vom Regierungspräsidium Gießen als Bewilligungsbehörde bearbeitet. Einige Punkte wurden zum Teil auf Wunsch der Landesseniorenvertretung im Hessischen Ministerium für Soziales und Integration erörtert. Zum Verwendungsnachweis 2016 sowie zum Förderantrag 2017 gab es noch Klärungsbedarf. Um eine weitere zeitliche Verzögerung zu vermeiden und gegebenenfalls eine schnelle Entscheidungsmöglichkeit zu eröffnen, fand daher am 27. Juli 2017 in der Geschäftsstelle der Landesseniorenvertretung unter Beteiligung der bisher Beteiligten ein gemeinsamer Termin statt. Das ist insofern eine Entbürokratisierung, als dass man nicht mit drei verschiedenen Stellen an unterschiedlichen Zeitpunkten reden muss. Es waren dabei ein Vertreter des Vorstandes, Vertreterin des Regierungspräsidiums und eine Mitarbeiterin des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration. Das Gespräch war konstruktiv, vieles konnte geklärt werden. Wenige noch offene Punkte werden zeitnah bearbeitet. Die Teilnehmenden haben ein weiteres gemeinsames Gespräch vereinbart. Zusatzfrage, Frau Abgeordnete Alex. Heißt das jetzt in der Folge, dass ein Förderbescheid 2017 noch nicht erteilt ist? Herr Minister Grüttner. Die vollumfängliche Summe 2017 ist noch nicht gewährt worden. Es sind zwei Abschlagszahlungen vorgenommen worden. Frage 845, Herr Abgeordneter Quanz. Ich frage die Landesregierung, welche konkreten Gebiete in Hessen sind von der Änderung des Bundesbaugesetzbuches und von der geänderten Baunutzungsverordnung betroffen, um in der kommunalen Zuständigkeit sogenannte urbane Gebiete auszuweisen, damit auch in Industriegebieten Wohnmöglichkeiten geschaffen werden können? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Quanz, mit der im Mai 2017 in Kraft getretenen Änderung des Baugesetzbuches und der Baunutzungsverordnung wurde eine neue Baugebietskategorie urbane Gebiete eingeführt. Mit ihr steht den Kommunen eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, um im Wege der Bauleitplanung eine nutzungsgemischte Stadt der kurzen Wege zu verwirklichen. Die neue Gebietskategorie erlaubt eine räumliche Nähe von wichtigen Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Kultur und Sport. Die Idee der urbanen Gebiete ist es nicht, Wohnmöglichkeiten in Industriegebieten zu schaffen. Urbane Gebiete dienen, so heißt es in der Baunutzungsverordnung, dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören. Das Wohnen ist stärker als im bereits bestehenden Mischgebiet mit einer Pflicht zur Duldung der Störungen durch andere Nutzungsarten belastet. Wer im urbanen Gebiet lebt, lässt sich also darauf ein, dass es durch Gewerbe- oder Sportplätze auch mal lauter wird. Die neue Gebietskategorie kann grundsätzlich sowohl bei der Planung einer erstmaligen Bebauung als auch bei der Überplanung von bebauten Bereichen zur Anwendung kommen, und zwar trotz der missverständlichen Bezeichnung urbanes Gebiet in allen Städten und Gemeinden. Die im Vergleich zum Misch- und Kerngebiet flexiblere Nutzungsmischung könnte auch im Dorfzentrum einer kleineren Stadt oder Gemeinde ihre planerische Rechtfertigung haben. Welche konkreten Gebiete in Hessen für das urbane Gebiet in Frage kommen, ließe sich, wenn überhaupt, also nur durch eine Umfrage bei allen hessischen Gemeinden ermitteln. Zusatzfrage, Herr Kollege Quanz. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Minister, dass durchaus in ländlichen Regionen die kommunale Zuständigkeit dafür sorgen könnte, in einem vereinfachten Verfahren in Industriegebieten Wohnmöglichkeiten zu schaffen? Herr Minister. Herr Abgeordneter, das Wort Industriegebiete stört mich da ein wenig, weil, wie gesagt, es ist nicht so, dass man jetzt auf einmal im Industriegebiet wohnen soll. Es geht darum, etwas zu schaffen, was noch ein wenig, wenn ich es mal untechnisch sagen darf, über das bisherige Mischgebiet hinausgeht. Dann komme ich zur Frage 846, Herr Abgeordneter Eckert.
Ich frage die Landesregierung, plant sie Veränderungen am bisherigen System des sogenannten Bäderpfennigs? Herr Finanzminister. Herr Abgeordneter Eckert, die besonderen Belastungen der Heilkurorte werden in Hessen seit dem Jahr 2001 in Form einer besonderen Finanzzuweisung im System des kommunalen Finanzausgleichs berücksichtigt. Das war über lange Jahre ein Betrag von 11,5 Millionen Euro jährlich. Im Zuge der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs ist im Jahr 2016 ist dieser Betrag von 11,5 auf 13 Millionen Euro aufgestockt worden. Zugleich sind die Zuweisungskriterien modifiziert worden. Es werden nur noch kreisangehörige Gemeinden gefördert. Das Zuweisungskriterium Übernachtungszahlen wurde begrenzt, um auch Fehlanreize durch Unter- und Obergrenzen entgegenzuwirken. Der Aspekt der medizinischen Wertschöpfung wird stärker berücksichtigt und die Bedarfe vor allem an kleineren Kurorten werden entsprechend stärker entsprochen. Insofern haben wir mit dem neuen kommunalen Finanzausgleich ein neues System etabliert und wir gehen davon aus, dass wir eine Evaluierung auch unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich vorliegenden Bemerkungen des Hessischen Rechnungshofes im Zuge der Haushaltsrechnung 2014, Bemerkungsnummer 43, all diese Gesichtspunkte im Rahmen der Gesamtevaluierung des kommunalen Finanzausgleichs dann dort mit einbeziehen müssen. Strich drunter, kurzfristig plant die Landesregierung keine Veränderung. Zusatzfrage, Frau Kollegin Ravensburg. Herr Minister, meine Heimatstadt Bad Wildungen ist mit 1,4 Millionen Übernachtungen, glaube ich, das größte hessische Heilbad und natürlich auf den Bäderpfennig angewiesen. Liegen Ihnen Erkenntnisse vor, wie Bad Wildungen durch die KFA-Reform beim Bäderpfennig profitieren konnte? Herr Minister. Jetzt mal in meinen Aufzeichnungen ein bisschen wühlen. Bad Wildungen hat im Jahr 2015, also unter dem Geltungsbereich der ursprünglichen Regelung, mit gut 2,7 Millionen Euro profitiert über den Bäderpfennig und im Jahr 2017 mit 3,2 Millionen, also knapp 10% Steigerung infolge der Neuregelung. Herr Kollege Eckert, Zusatzfrage. Herr Minister, Sie haben ja schon auch unter anderem auf die Empfehlungen durch den Landesrechnungshof hingewiesen. Dort wird ja empfohlen, entsprechend diese Förderung abzuschaffen. Sie haben gerade gesagt, wir warten, bis wir das Gesamt evaluieren. Könnten Sie aber zu dieser speziellen Forderung aus Sicht der Landesregierung Stellung nehmen, ob das eine Forderung ist, der die Landesregierung beitritt oder ob sie sie ebenso wie ich entschieden zurückweist? Herr Finanzminister Dr. Schäfer. Ich würde in der gebotenen Höflichkeit gegenüber dem Rechnungshof eine solche Formulierung nicht wählen wollen. Aber Sie sehen ja, dass wir die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs als ein Gesamtkunstwerk betrachten, wobei das Herausgreifen einzelner Elemente sich als nicht gerechtfertigt erscheinen würde. Deshalb werden wir es auch die Argumente des Hessischen Rechnungshofs in einer Gesamtevaluierung in der neuen Legislaturperiode einzubeziehen haben. Und wir werden sicherlich gemeinsam einen Weg finden, diese Argumente in der gebotenen Weise zu wägen. Frage 847, Herr Abgeordneter Dr. Blechschmidt. Danke, Herr Präsident. Ich frage die Landesregierung, was tut die Landesregierung gegen die Verbreitung multiresistenter Keime in Gewässern, die durch gereinigtes Abwasser aus Kläranlagen gespeist werden? Frau Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Frau Kollegin Hinz, bitte. Herr Abgeordneter, die Anzahl der Keime kann durch eine weitergehende Reinigungsstufe an Kläranlagen erheblich reduziert werden. Für derartige Reinigungsstufen stehen grundsätzlich Fördermittel des Landes zur Verfügung. Die hierfür maßgebende Förderrichtlinie ist am 24. Juli 2017 im Staatsanzeiger veröffentlicht worden. Ozonanlagen beseitigen hierbei besonders effektiv Keime und Spurenstoffe, benötigen aber eine zusätzliche Nachreinigung durch eine Filterstufe. Herkömmliche Kläranlagen mit 2 oder 3 Reinigungsstufen eignen sich hingegen nicht zum Herausfiltern antibiotikaresistenter Keime.
Für ein Pilotvorhaben des Abwasserverbandes Bickenbach-Seeheim-Jugendheim sind am 16. August 2017 Landesmittel in Höhe von 2,74 Millionen Euro bewilligt worden. Eine weitere Pilotmaßnahme soll in Kürze gefördert werden. In beiden Fällen ist auch eine Ozonierung des Abwassers vorgesehen. Außerdem wird auf der Kläranlage des Abwasserverbandes Langenegelsbach-Erzhausen derzeit im Rahmen einer großtechnischen Versuchsanlage ein Projekt durchgeführt, das unter anderem die weitergehende Entfernung von antibiotikaresistenten Keimen zum Gegenstand hat. Das Forschungsprojekt startete im Oktober 2015 und wird voraussichtlich Mitte 2018 abgeschlossen werden. Das Land fördert das Vorhaben mit 877.500 Euro. Allerdings können derartige Reinigungsstufen nur die Einträge aus Kläranlagen vermindern, nicht aber die aus Mischwasserentlastungsanlagen. Außerdem werden auch resistente Keime durch die Abschwemmung von Fäkalien aus der Tierhaltung, in der in erheblichem Umfang Antibiotika eingesetzt werden, in die Gewässer eingetragen. Die Ausstattung von Kläranlagen mit einer vierten Reinigungsstufe, die mit hohen Kosten verbunden wäre, würde den Eintrag von multiresistenten Keimen in die Gewässer somit nur verringern, aber nicht vermeiden. Daher sind aus Sicht der Landesregierung auch Maßnahmen wie eine bewusste Antibiotikaabgabe in der Humanmedizin sowie eine Reduzierung der Antibiotikaabgabe in der Tierhaltung geeignet und erforderlich, um die geschilderte Problemlage abzumildern. Es ist immer sinnvoller, auch die Vermeidung an der Quelle zu suchen und nicht immer nur auf die End-of-Pipe-Lösungen zu setzen. Zusatzfrage, Herr Dr. Blechschmidt. Frau Ministerin, erst einmal vorab herzlichen Dank für die sehr ausführliche Antwort. Konkrete Frage danach: Gibt es für den Bereich des Eschbachs Planungen, die eine zukünftige Gefährdung ausschließen? Frau Ministerin Hinz. Mir ist derzeit keine Planung seitens des Abwasserverbandes oder der Kommunen dort bekannt. Und noch eine Zusatzfrage, Herr Dr. Blechschmidt. Last not least, Frau Ministerin, wie hoch schätzt die Landesregierung derzeit die Gefahr ein, dass sich ältere oder kranke Menschen an solchen Gewässern anstecken können? Frau Ministerin Hinz. Also die Gefahr ist aus Sicht der Landesregierung derzeit nicht besonders hoch, weil wir davon ausgehen, dass aus solchen Gewässern nicht zwangsläufig mehrere Liter getrunken werden. Das Trinkwasser ist in Hessen sehr gut. Das wird auch permanent überprüft. Und im Wesentlichen kann man das Leitungswasser mindestens ebenso gut trinken wie Mineralwasser, weil es in der Regel sogar noch stärker kontrolliert wird als Mineralwasser selber. Meine Damen und Herren, damit schließe ich heute die Fragestunde.